Datei öffnen mit LibreOffice unter Windows 10. LibreOffice 6. Im Datei Explorer können Sie erkennen, ob die Dateien mit der Endung zum Beispiel Doc, DocX, ODT und OTT von Windows standardmäßig LibreOffice zugeordnet sind. Die Dateisymbole entsprechen dann denen von LibreOffice. Dann können die Dateien im Datei Explorer mittels Doppelklick geöffnet werden. Alternativ öffnen Sie Writer. Über das Symbol Öffnen öffnen Sie die gewünschte Datei. Sind die Dateien jedoch anderen Programmen zugeordnet, kann die Datei nur über das geöffnete Programm LibreOffice geöffnet werden. Dateien wieder standardmäßig LibreOffice zuordnen. Im Datei-Explorer können Sie Dateien wieder standardmäßig dem Programm LibreOffice zuordnen. Rechtsklicken Sie auf eine Datei und wählen Öffnen mit und Andere App auswählen. Klicken Sie auf Weitere Apps und wählen LibreOffice weiter. Nun setzen Sie noch ein Häkchen bei Immer diese App zum Öffnen von Doc-Dateien verwenden. Schließen Sie LibreOffice wieder. Der Dateityp Doc ist nun wieder LibreOffice zugeordnet.